MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Dash. Freunde, bumst den Abo-Button wie Anakin, ihr wisst schon, ne? Denn wir sind auf der Road to 100k und es braucht noch ca. 24.000 Klicks auf den Abo-Button. Dann hatten wir das auch erreicht. Doch kommen wir zum heutigen Thema, nämlich Padme. Padme hatte eigentlich einen viel interessanteren Auftritt in The Clone Wars Staffel 7, doch leider wurde dieser rausgekartet. Es handelt sich hierbei um den Bad Batch Arc, also Staffel 7, Folge 2. In der bearbeiteten Version, die wir nun auf Disney Plus bekommen haben, sehen wir stattdessen, wie Padme mit Anakin redet, der sich halt auf Anaxes befindet. Doch ich finde, da gab es noch eine sehr interessante Stelle, die das Ganze etwas aufgelockert hätte, die wir uns jetzt mal anschauen. Ich werde euch den Bums mal wieder auf Deutsch übersetzen. Die findet halt genau nach der Stelle mit Padme und Anakins Gespräch statt. Schauen wir mal rein. Hey, what's with the nose art? Ah, that's our girl, the Naboo Senator. We check her out on the holoscans. Yeah. She can negotiate with me anytime. let's get aboard. That is not staying there. Ja, also Freunde, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich finde, man hätte auch einfach beide Szenen reinmachen können. Ich denke aber, dass die politisch korrekte Schiene, die man in Hollywood fährt, die wir auch in Disney sehr viel sehen durften, leider auch in Star Wars, dafür gesorgt hat, dass diese Stelle halt rausgekartet wurde. Finde ich persönlich sehr schade, gerade angesichts der Tatsache, dass ja Star Wars The Clone Wars ab 12 ist und ihr wisst, denke ich, selber, was in Filmen ab 12 so erlaubt ist, nämlich die Darstellung von... Nur natürlich nicht wie in gewissen erwachsenen Filmchen, ihr wisst Bescheid. Das ist ja davon aber auch weit entfernt und durch den Dialog und diesen teils behinderten Wrecker wird das ja dann auch gut eingegliedert. Also finde ich äußerst schade, wie Disney das so handelt, aber was sagt ihr? Ballert's doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie der Kampf zwischen Palpatine und den Jedi in Episode 3 eigentlich deutlich brutaler war, dann checkt das Video hier im Abspann ab. Wenn es da nicht mehr ist, dann im angepinnten Kommentar, ansonsten bumst, wie gesagt, die Abo-Glocke, checkt die Links ab, wenn ihr massig beim Zocken spannen wollt und so weiter. Ansonsten haut ordentlich rein. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.